gemütlich und entspannt im Auto, das ist in Mönchengladbach im Moment wohl eine Herausforderung. Denn auf vielen Straßen wird gebaut. Fahrbahnsanierung, Verlegung von Versorgungsleitungen, Arbeiten an Ampelanlagen. All das muss gemacht werden. Eine Baustelle ist zum Beispiel auf der Limitenstraße. Hier werden Tiefbauarbeiten durchgeführt. Darum ist im Moment die Fahrbahn verengt. Wir haben uns gedacht, wir fragen mal die Autofahrer, wie sie die Baustellensituation so finden und ob sie Verständnis haben. Ja, es ist furchtbar, es ist eine Zumutung, man kommt nicht von weg. Ganz schrecklich. Nicht so angenehm, aber nicht zu ändern. Wir sind doch in Gladbach einiges gewohnt und mehr Chaos gibt es da nicht wie hier. Also wenn ich die Busse wäre, wäre ich nicht gefahren. Ja, irgendwann muss es ja gemacht werden, ne? Ich meine, toll findet man das nie. Aber ich kann damit auch leben. Also ich sehe es ein, dass es gemacht werden muss, weil ich mich manchmal über Schlaglöcher ärgere, wo ich dann reinfahre, mir die Felgen kaputt fahre. Und da bin ich schon froh, dass was gemacht wird. Und die Stadt Mönchengladbach hat dafür extra den Zeitraum der Sommerferien ausgesucht. Weil hier eben viele Gladbacher Urlaub haben und dadurch weniger Verkehr auf den Straßen ist. Das heißt, die Autofahrer müssen jetzt wohl tapfer sein und erst einmal mit den Verkehrsbehinderungen leben. Ja, der Gladbacher und der Mensch allgemein als Autofahrer regt sich ja immer auf, wenn er irgendwo aufgehalten wird. Aber tatsächlich ist es ja so, dass dieser Zug, Limitenstraße, Gartenstraße, einer der meist befahrenen Straßen in Mönchengladbach ist. Und dort kann man solche Baustellen natürlich idealerweise in den Sommerferien machen, wenn die Leute nicht zur Schule müssen, nicht zur Arbeit müssen, vielleicht im Urlaub in Spanien oder in Österreich oder an der Nordsee sind. Einige Straßen sind komplett gesperrt, an anderen Ecken gibt es Teilsperrungen. Insgesamt wird an über 25 Punkten in unserer Stadt gebuddelt und gebaut. Eine Liste der aktuellen Baustellen gibt es auf der Internetseite der Stadt Mönchengladbach. Einige Autofahrer haben also für die Situation Verständnis, andere regen sich auf. Wir haben darum mal nachgefragt, ob sie vielleicht Alternativvorschläge haben. Im Grunde genommen könnte man es besser lösen. Wie zum Beispiel? Indem man die Baustellen schneller abfertigt und vielleicht auf Zeitpunkte legt, wo weniger Verkehr liegt. Man kann das in den Ferienzeiten, aber man kann es eigentlich vieles beschleunigen. Wenn man mal in die Nachbarstädte guckt, was in den gleichen Zeiten da gebaut und gemacht wird. Irgendwann muss es ja gemacht werden, ne? Na, besser in den Ferien, als wenn keine Ferien sind. Ja, ich würde sagen im Herbst. Weil? Ja, dann ist es kühler und dann sind die Gemüter auch nicht gerade so angespannt. Aber die Sommerferien werden wohl Baustellenzeit bleiben. Und nicht nur auf den Straßen wird gebuddelt. Auch in 22 Mönchengladbacher Schulen nutzt man die Ferien für Sanierungsarbeiten. Die Stadt investiert dafür 1,2 Millionen Euro. In der Grundschule Waisenhausstraße in Reit werden zum Beispiel eine Alarmierungsanlage erneuert und das Behinderten-WC saniert. Am Stiftisch-Humanistischen Gymnasium werden die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume auf den neuesten Stand gebracht. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel gerade in der Physik in einem Übungsraum. Das heißt, wir haben hier Schülertische, die Gas brauchen zum Teil, Elektro brauchen, Wasseranschluss brauchen, Datenleitungen sollen auch gelegt werden. Das war alles auf einem Stand von vor etwa 30 Jahren, als die Schule gebaut wurde. Was auch geplant ist, es war zwischendurch noch mal jemand hier, der hat Messungen, was die Akustik angeht, gemacht. Man hört natürlich jetzt in dem leeren Raum, der halt wahnsinnig. Aber auch mit Schülern ist die Akustik bei uns in den Räumen sehr schwierig. Und da hoffen wir sehr, dass eben auch auf dem akustischen Bereich sich was tut. Am 23. August sind die Sommerferien dann übrigens zu Ende. Bis dahin sind zwar viele Bauarbeiten abgeschlossen, mit einigen Baustellen aber müssen die Gladbacher wohl noch ein bisschen länger leben.